Heute gibt es ein großes Event. Ihr kennt ja alle Mario 64 Multiplayer, darüber spiele ich immer Hide and Seek. Aber es gibt noch so viele andere Mods, die man zusammen spielen könnte, sei es Arena, Shine Hunt, Gun Mod. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen diese Game Modes und machen daraus eine Vic vs. Community Challenge. Das heißt, je nachdem, was wir spielen, muss ich in einer bestimmten Zeit etwas schaffen und währenddessen versucht, meine Community mich aufzuhalten. Es sind 6 Herausforderungen. Das heißt, eine Herausforderung gewonnen, gleich ein Punkt. Und bevor es losgeht, schreibt unten in die Kommentare euren Tipp, wie am Ende der Punktestand sein wird. Ich sage 6:0 für mich. Und gebt dem Video einen Daumen hoch. Das wird mich mega unterstützen. Viel Spaß! Heute gibt es nach Ewigkeit mal wieder Vic vs. Community. Das bedeutet, es gibt so einige Challenges, die ich bestreiten muss. Und ich habe dafür immer eine gewisse Anzahl Zeit. Oh. Schulz. Und da sind auch schon die ersten. 1, 2, 3. Holy shit, geht das schnell. Oh mein Gott, aber ich habe das Gefühl, es sind jetzt gleich schon 16 Leute da. Oh, das wird richtig gruselig. Ich habe Angst. Was geht ab, Freunde? Meine neue große Schmuckkollektion kommt raus. Und diesmal wird es nicht 1, 2, sondern ganze 3 Pieces geben. Dieses Mal wird es wieder ziemlich geile Ohrringe geben, wie es sie zuvor noch nie gab. Mehr Infos gibt es im nächsten Video. Tragt euch mit eurer E-Mail kostenlos im E-Mail-Formular ein, um vor allen anderen Insider-Einblicke in die neue Kollektion zu erhalten. Das Ganze kommt am 6.11.2023 raus, also schon sehr bald. Seid gespannt und viel Spaß mit dem Video. Also geht mal hier zum Spawnpunkt und wartet einfach hier auf meine Anweisungen, okay? Ich gehe jetzt ins Schloss rein, aber bleibt da, wo ihr seid. Weil für diese Challenge brauche ich einen kleinen Vorsprung. Die erste Challenge ist Jagd. Das bedeutet, ihr jagt mich 10 Minuten lang. Und innerhalb der 10 Minuten müsst ihr mich irgendwie hitten. Und wenn ich es geschafft habe, über 10 Minuten lang nicht von euch getroffen zu werden, dann habe ich die erste Challenge geschafft. So. Okay, jetzt muss ich einfach nur abhauen. Oh, ich habe übertrieben Schiss. Ich habe schon eine Idee, wo wir als erstes hingehen, liebe Freunde. Und zwar Tall Tall Mountain. Also die wissen auf jeden Fall, dass ich Tall Tall Mountain bin. Oh, da kommen auch schon die ersten rein. Das ist so gruselig, weil es so schnell geht. Ich würde sagen, wir gehen in die Rutsche rein, oder? Hier gehen wir rein. Es bringt auch gar nichts, wenn ich mich hier irgendwo verstecke, weil die Leute können im Stream eh sehen, wo ich mich befinde. Oh mein Gott. Ich habe schon eine Idee, was ich als nächstes tue. Ah, scheiß drauf, oder? Aber andere. Okay, da ist ein Toad. Okay, einer campt, aber er hat mich nicht erwischt. Oh mein Gott, ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst, ihr könnt nicht glauben. Oh, es macht so Bock. Okay, ich befinde mich jetzt in Hazy Maze Cave. Ich habe eine Idee, wo ich hingehe. So, wir springen hier runter und gehen in die Metal Cap Stage. Es ist so komisch, wenn einen 15 Leute verfolgen, Alter. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal hier und gucken, was passiert. Okay, da kommt schon der erste Tod. Okay, lies mich weg hier. Oh, shit. Okay, wir haben einen auf jeden Fall, der krass ist. Lauf, 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 lauf. Nächste Idee, Freunde, nächste Idee. Ich begebe mich zur Rainbow Ride. Okay, da spawnen schon die ersten. Okay, wir sind drüben. Ich werde mich jetzt zu dem Haus teleportieren. Okay. Wir warten hier. Guck mal, da unten sind die. Genau, einer fährt mit dem Teppich. Und das könnte mir gefährlich werden. Ja, er kommt. Okay, der Tod ist da. Ich habe eine Idee. Ich bin bei Minute 7. Ah, ich könnte theoretisch noch mal zu Hazy Maze gehen. Ich gehe woanders hin. Das ist einfach nur... Oh mein Gott. Okay, das war nicht gut. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woo! Let's go. Okay, mal gucken, wann die kommen. Oh mein Gott. 3, 2, 1... Let's go! Und jetzt erstmal fette Beulerei im Schloss. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Challenge, liebe Freunde. Wir starten jetzt den Server neu und spielen Arena. Arena ist ein Deathmatch-Spielmodus, wo man sich einfach gegenseitig fertig macht. Und derjenige, der zuerst 10 Leute umgebracht hat, hat gewonnen. Okay, let's go! Also, ihr seid alle im Team. Spielt, wie ihr wollt. Ich versuche einfach nur diese Runde zu gewinnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde so geknechtet. Wie oft man stirbt, ist gar nicht so wichtig. Okay, ich muss das ganz strategisch angehen. Ich glaube, am besten wird das mit einer Bombe funktionieren. Wahrscheinlich. Komm schon. Ja, okay, einen habe ich umgebracht. Okay, es hat gezählt. Ich werde hier so geknechtet, Alter. Okay, oh, das könnte richtig schwer werden. So. Oh, hast du es gesehen? Es hat funktioniert. Ich hab die so gebaitet. Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Ich sehe gar nichts mehr. Ich spawn und werde einfach direkt umgebracht. Aber das Problem ist, ich bin nicht Erster. Das ist gar nicht gut. Okay, den müssen wir noch killen. Ah, der haut ab von mir.
Nein, er hat mich. Ich bin Dritter. Scheiße. Nein, N64 Mario hat gewonnen. Ich habe verloren. GG. Nächste Challenge. Wir spielen Shine Thief. Und bei Shine Thief geht es darum, dass ein Shine Sprite von Mario Sunshine irgendwo in der Luft ist. Man muss da schnell einsammeln. Wenn ihr jetzt als erster eingesammelt habt, dann geht ein Counter runter. Und wenn der Counter ganz unten ist, habt ihr gewonnen. Wir starten jetzt das Level und da ist auch schon der Schein. 20 Sekunden mindestens muss man das bei sich haben. Oh. Oh, oh mein Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Okay, okay. Der Blaue hat ihn wieder. Ja, ja. Oh mein Gott. Lauf. Oh mein Gott. Ich könnte schon in der ersten Runde geschafft haben. Ich könnte schon in der ersten Runde geschafft. Nein. Aber er ist noch hier. Er ist noch hier. Oh mein Gott! Yo, ich bin drüber gekommen! Ohoho! Los, 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 los! Nein! In der letzten Sekunde! Ich wollte schon GG sagen. Dieser Mario. Nein! Die anderen... Oh mein Gott, sie spielen zusammen. Sie spielen wirklich zusammen. Ja, ich hab ihn! Oh mein Gott, okay, ich habe 20 Sekunden gewonnen. Es ist so gruselig. Ja, aber... Das, die helfen mir. Die kicken mich zu diesem Shine Sprite. Ja! Wo ist er hin? Ja, da ist er! 5 Sekunden! 5 Sekunden! Ah, weg hier! Let's fucking go! Erste Runde gewonnen! Wir spielen jetzt Hide and Seek. Ich bin der Sucher. Ich gebe euch 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Und dann habe ich 15 Minuten Zeit, um 3 Leute zu erwischen. Okay, also theoretisch könnte jemand hier sein, aber ich denke, es ist schlauer, erstmal hier abchecken. Oh, was? Warum ist hier einer? Hä? Okay, hä? Was war das denn? Hä, ist er nicht hier reingegangen? Ich dachte, er wäre hier reingegangen. Wir suchen mal, andere Level ab. Das Problem ist, ich habe halt nicht so viel Zeit, ne? Okay, hier ist jemand. Aber Bob Oms Battlefield ist auch relativ groß. Oh, oh, ich habe jemanden rennen sehen. Da, da ist ein Toad. Nein! Der hat ein gutes Movement. Oh, shit. Das meine ich halt, ne? Ja, ich habe ihn getroffen. Okay, das war der erste Toad. Hier sind 4. Das könnte mein Win sein. Das geht. Hallo? Okay, das war der zweite Toad. Huh. Hier ist einer. 2 Leute sind hier. Oh, jemand ist raus. Jemand ist raus. Da ist er. Ha, die hauen ab. Die hauen ab. Oh, ich habe ihn getroffen. Das war's. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Innerhalb von 6 Minuten. Freunde, dann steht es jetzt wirklich 3:1 für mich. Aber es gibt noch 2 Challenges. Das heißt, ihr könnt euch noch ein Unentschieden holen. Jetzt spielen wir Fußball, liebe Freunde. Wir spielen 10 Minuten und in diesen 10 Minuten muss mein Team gewinnen. Aber die Leute in meinem Team sind ja theoretisch auch gegen mich. Das heißt, die Leute, die in meinem Team sind, müssen auch gegen mich arbeiten. Okay, es geht los. Oh, das wird hart. Ich glaube, das wird hart. Ach du Scheiße, das ist so chaotisch, wirklich. Komm schon. Oh, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein. Oh, das sah so geil aus. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Out of bounds. Hä, wieso kann der Mario sich noch bewegen? Hä, unfair. Blue Team scored. Wieso haben wir einen Punkt? Okay, Leute, das zählt nicht. Das zählt nicht. Sweet. Also, der Punkt zählt nicht. Er steht immer noch 0-0. Ignoriert einfach die 1-0. Oh! Oh mein Gott, das war perfekt. Eine Person konnte mich aufhalten. Oh, geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Ich mach das Tor. Ich mach das Tor. Ich hab das Tor gemacht. Ich hab das Tor gemacht. 10 Minuten sind zwar um, aber bis zum nächsten Out of Bounds oder bis zum nächsten Tor. Das zählt noch. Nein. Oh mein Gott, extrem nah. Okay, Out of Bounds. Das war's, Freunde. Die Runde ist vorbei. Auch wenn ihr mit eurem Punkt nicht mal einholen könnt, gibt es noch eine Challenge. Es steht jetzt, glaube ich, 4:1. Mach mir daraus wenigstens eine 4:2. Wir gehen in die Gun Mod. Bei der nächsten Challenge geht es darum, dass ich wieder 10 Minuten Zeit habe. Und zwar, um 10 Leute zu erschießen. Okay, da haut einer ab. Den jagen wir. Boah, hier sind richtig viele. Nicht in Level reinspringen. Level reinspringen ist verboten. Okay, einer ist tot. Versuche ihn den Weg abzuschneiden. Da ist er. Oh, oh, oh. Oh, oh, shit. Okay. Er ist tot. Jetzt kommt Person Nummer 3. Leute, ihr dürft euch wehren, ne? Ihr müsst nicht nur abbauen. 3 habe ich schon gekillt. Okay, das ist Nummer 4. Haben wir hier jemanden? Nee. Aber da unten. Okay, das war Nummer 5. Hier könnte noch jemand sein. Oh, hier ist ein schwarzer Tod.
Oh mein Gott, komm schon. Ist er tot? Ja, ich habe 6 gekillt. Okay, ich habe noch 6 Minuten Zeit. Oh, wow, 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 wow. Er ist tot. Wir haben 7 gekillt. Es geht ab. Okay, er ist tot, er ist tot. Es fehlen noch 2. Einer. Es fehlt nur noch einer. Ist hier niemand? Oh mein Gott, so ein Jumpscare. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Das war's. Ich habe 10. 6 Minuten und 37. Oh shit, wir haben es geschafft. Ich werde das auf jeden Fall nochmal machen. Fürs nächste Mal habe ich noch andere Challenges vorbereitet. Also es wird sehr, sehr wild. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.